Hallo und willkommen zurück zu Grandia. Sion ist hier, wir spielen weiter Grandia, wir sind bei Part 2. Ich hoffe, wir haben heute wieder Sonntag, denn wenn ich meinen Rhythmus einhalten kann, würde ich mich freuen, dass wir jeden Sonntag eine neue Folge bringen. Hey, Justin! Hey, Justin! Bam! Ouch! Mom! What did I do? How many times do I have to tell you? No dirty shoes in the kitchen. Even so, you don't have to hit me with your tray. Don't talk back to me. You know the rules of Seagull Restaurant. Always keep the kitchen clean. Come on, I have work to do. Out you go. My little troublemaker. You could at least help if you're going to be in the kitchen. Hello, Aunt Lily. If you keep whacking Justin's head, he's gonna get stupid. Don't worry, Sue. Justin's brain can't get any worse than it already is. Mom, I'm hurt. How could you say such things about your only darling son? Well, why don't you just be good so I don't have to, Justin? I've been getting in trouble all day today. Tja, ich glaube, das ist etwas, was er nicht hätte sagen sollen. Aber genau, das ist Justins Mutter, die wir gerade kennengelernt haben. Sie ist eine ziemlich aufgeweckte Frau, würde ich sagen. Ziemlich, ziemlich direkt. Und ich glaube, man sieht auch direkt, wie sehr sie Justin liebt und sich um ihn kümmern muss. Und ja, wenn der Sohnemann halt solche Sachen bringt, dann reagiert die Mutter ebenso, ne? Ich denke, das ist ganz normal. Genau, und beim letzten Mal, wir haben gegen Gans gewonnen, was die Schatzsuche angeht. Ne? Wir haben alle Schätze gefunden. Allerdings ist das ganze Spielchen dann also ein bisschen außer Ruder geraten und wir sind abgehauen. Direkt nach Hause, ne? Aber gut. Bedrohe, hast du Ärger bekommen? Justin, was hast du wieder angestellt? Ich verspreche nicht zu schimpfen, also sag mir bitte die Wahrheit. Ja, nee, ist klar, du wirst jedes Mal sauer, ganz egal, was ich mache oder sage. Jetzt komm mir nicht so, hast du mir nicht wirklich die Wahrheit gesagt? Hast du mir je wirklich die Wahrheit gesagt? Also raus mit der Sprache. Wo hast du dich rumgetrieben? Ich habe nichts Schlimmes gemacht. Ich war einfach beschäftigt den ganzen Tag lang. Ich hatte total viel zu tun. Ich hatte gar keine Zeit, um all die Dummheiten anzustellen, die in deinem Kopfkino so ablaufen. Was genau hast mein vielbeschäftigter Sohnemann also getrieben? Tja, also weißt du, das habe ich vergessen, ist lange her. Wir reden von heute. Na gut, versuchen wir es doch nochmal, ne? Erzähl keinen Quatsch, sondern sag mir einfach die Wahrheit, was du heute angestellt hast, Justin. Den ganzen Tag nichts, frag Sue. Ich habe nichts gemacht, frag Sue. Es ist ja nicht so, als baue ich jeden einzelnen Tag Dummheiten, okay? Ist das wahr, Sue? Ja, Tante Lily, Justin hat heute gar nichts angestellt, rein gar nichts, ehrlich. Wirklich, Sue? Naja. Er hat nicht halb so viel angestellt wie vorgestern. So, Justin, ich habe nicht gesagt, du sollst mir die Wahrheit sagen. Ich weiß es einfach nicht. Ein für alle Mal, hör auf, andere Leute zu ärgern, zu piesacken oder sonst wie in Rage zu bringen. Komm, jetzt zu Tisch. Ich habe ein neues Rezept ausprobiert. Du bleibst doch zum Essen, oder so? Heute auch? Ist das wirklich okay? Ja, Süße, du bist uns jederzeit willkommen. Komm zu Tisch, ihr beiden. Okay, Essenszeit. Und wir haben die Essensmucke, die auch in Grandia 2 übernommen wurde. Ich liebe den Track. Heute war der Kurator in seiner Mittagspause hier. Er hat sein eigenes Pausenbrot dabei. Ich soll dir ausrichten, dass du ihn morgen im Museum besuchen sollst. Aber was soll das denn? Er kommt zu dir zum Möwentreff, zum Essen und isst dann sein eigenes Zeug. Dann will ich gleich wieder rausschmeißen, den Typen. Aber naja. Er wird dir etwas geben, was dir gehört. Hoffentlich nicht wieder so ein Müll. Ihr zwei. Da, esst nicht so schnell oder ihr werdet ersticken. Ich bin zu viel gelaufen, dass ich furchtbar Hunger habe. Das war wirklich ein Abenteuer, wow. Aber weißt du, meine Vorfahren hatten alle noch viel größere Abenteuer. Sieh dir die Bilder an der Wand an. Ja, da rechts, ne? Justin, ist das dein Vater, also der da am Ende? Ja, irgendwann mal werde ich mein Foto bei den anderen aufhängen. Ja, irgendwann, ne? Genau, neben das Foto von meinem Papa. Die sind damals doch alle in Schwarz-Weiß gewesen, außer der eine da. Darf ich raten, was du beim Kurator gelassen hast? War es der Geisterstein deines Vaters? Der Vater war nicht einer von denen, die lügen. Aber wenn das ein Geisterstein ist, also, als ich ihn zum ersten Mal traf, hat er ihn immer um den Hals getragen. Er hat ihm viel bedeutet. Kannst du mir mehr davon erzählen, wie du und Justins Vater euch kennengelernt habt? Bitte!
Wir trafen uns auf einem Schiff in einer mondlosen, stillen Nacht. Es war eine äußerst stille Nacht. Hast du das gehört, Justin? Es war eine ruhige Nacht auf der See. Wie romantisch. Plötzlich tauchten Piraten auf und übernahmen das Schiff deines Vaters, und zwar in Augenblicken. Wow, eine schreckliche Wendung. Komm schon, was ist dann passiert? Der Anführer der Piratenband bekam den Geisterstein zu sehen, den dein Vater um den Hals trug. Der Pirat zog das Schwert und sagte: Gib mir den Stein. Aber dein Vater weigerte sich stur. Wow, das sieht Papa ähnlich. Was ist dann passiert? Der Anführer der Piraten war vom Mut deines Vaters erstaunt und beschloss, ihm sein Piratenleben sofort aufzugeben. Der Pirat, der meinen Vater angriff, wie hat er ausgesehen? Vielleicht ein starker Seebär oder so? Überhaupt nicht. Der Pirat war ein junges Mädchen. Sie hieß Totenkopf-Lilly. Ich habe diesen Namen schon wo gehört. Lilly. Ha, oh, das bist du. Ja, endlich hast du es gemerkt. Ich war damals ganz schön jung. Ich habe viel getan, dass ich bereue. Eieiei. Hä, du willst... Nein, wir sind noch nicht fertig. Moment. Bitteschön. Vergiss nicht, gut kauen, ne? Wow, Tante Lilly, du bist also mehr als nur eine schöne Lady, die perfekt kochen kann. Wenn ich groß bin, will ich genauso sein wie du, Tante Lilly. Ich wusste nicht, dass du mal eine Piratin warst, Tante Lilly, aber nun bewundere ich dich noch mehr. Es ist peinlich, also erzähl es bitte nicht allen Nachbarn, okay? Sie wissen eh schon recht viel. Okay, gut, du wiederholst das nur noch und du... Okay, alles klar. Aber ich finde, das ist eine interessante Story. Ich würde auch wünschen, ne, dass man mehr über Justins Vater erfährt, aber leider nicht unbedingt. Hey, du willst nicht mehr essen? Wenn du Nachschlag willst, sag Bescheid. Ne, ich bin voll, mehr geht nicht. Das war lecker, ich bin total voll. Sag mal, Justin, wir werden doch den Kurator morgen sehen, oder? Vergiss das nicht. Definitiv vergesse ich das nicht. Aber bevor wir das machen, nehmen wir erstmal Justins Zimmer hier auseinander, ne? Denn erstmal haben wir hier ein bisschen Geld, ne? Ups, das hätte ich beinahe vergessen. Ich hatte hier etwas Geld versteckt. Zum Glück hat Mama das nicht gesehen. Sie sagt schließlich immer, man sollte für die Not sparen. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ich liebe den Spruch. Ich wette, das ist eine echte ikarische Statue. Mein Vater hätte sich keine falsche andrehen lassen. Das hier ist sogar noch toller als die im Museum. Der Kurator würde sie bestimmt als Fälschung bezeichnen. Irgendwann... werde ich die Angelo Civilization selbst entdecken. Vater hatte recht, ich beweise es. Aber, genau, kannst du die Truhe nochmal aufmachen oder habe ich jetzt Pech gehabt? Nee. Ah, hier ist es. Das muss mit auf ein Abenteuer. Ein Abenteurer darf so etwas Wichtiges nicht vergessen. Erste Hilfekasten erhalten. Liebes Tagebuch. Heute habe ich 3 Katzen in den Hof von dem alten Typen geworfen. Er hat vor Schreck seine Töpfe umgestoßen. Ich habe mich etwas für meine Tat geschämt, also werde ich vielleicht das nächste Mal nur eine Katze nehmen. Ja, ich habe wirklich drüber nachgedacht, was ich angestellt habe. Hier haben wir noch ein Schwert, was wir, glaube ich, nicht nehmen können. Und da haben wir auch nur die Statue. Dein Bett. Eigentlich sein Zimmer, finde ich, sieht gar nicht so schlecht aus für das, was es ist. Ne? Sieht ein bisschen hart aus, aber hey. Hat sich doch ganz cool eingerichtet, die Bude, ne? Lieber Justin, ich will mit dir reden. Komm bald wieder. Lilly. Huch, was hat sie herausgefunden? Vielleicht etwas über die Tasse, die ich zerbrochen habe? Oder? Ich glaube nicht, dass sie dich lobt. Großvater, der erste, der jemals den höchsten Berg auf Messina geklommen hat. Großvater war der Abenteurer, den mein Vater am meisten respektierte. Das sagte er immer, als ich schlafen ging. Vater hat viele seltene Tiere auf dem neuen Kontinent entdeckt. Wenn ich mal ein Abenteurer bin, werde ich mein Foto neben denen aufstellen, definitiv. Justin, hat nicht dein Vater diese Karte auf dem neuen Kontinent gekauft? Ist das nicht Neuparm? Nein, zu Neuparm ist da drüben. Es kommt, oh, die Flaschen umschmeißen. Upsi, ne? So, bevor wir weitergehen, Versteck. Das hieß definitiv früher immer Koffer. Ich weiß nicht, warum wir jetzt Gegenstände verstecken. Also, manches ist ein bisschen seltsam übersetzt. Nennen wir das Kind halt beim Namen. Wir werden die Items, die wir von der Schatzsuche gefunden haben, in den Koffer packen, weil man die nicht verkaufen kann. Und ja, deswegen erstmal weg damit. Das Holzschwert kann man auch nicht verkaufen. Allerdings ist es ein Schwert. Wir können etwas, ich würde sagen, wir gehen etwas später über Stats und Waffen etc., sobald wir anfangen können mit Encountern. Das ist gerade noch nicht der Fall, deswegen schieben wir das noch ein bisschen nach hinten, aber es wird gegebenenfalls in diesem Part. Hey Justin, kannst du mir sagen, was heute auf der Tageskarte steht? Das Tagesgericht ist heute die Pilzpasta Sorpresa. Ich weiß nicht, ob das ein richtiger Name ist, wahrscheinlich schon. Ich glaube, Tommy mit seinen italienischen Wurzeln kann mir das vielleicht bestätigen. Das Tagesgericht kommt sofort. Ich hatte mich noch gar nicht entschieden. Na, was soll's? Hier schmeckt ja eh alles gut. Endlich Feierabend. Fabrikarbeit ist anstrengend, aber Lillys Essen macht es erträglich. Stimmt, Mamas Essen ist gesund und verleiht Flügel. Uff, sie könnten mal wieder duschen. Darfst du das überhaupt sagen mit Red Bull hier? Meinst du? Müffel tatsächlich. Ich finde, das ist ein männlicher Geruch. Was denn? Schweiß? Ich weiß nicht. Also Leute, auch wenn ihr männlich sein wollt, benutzt genug Deo, ja? Sag mal, Justin, was mag Miss Lilly? Verrätst du es mir? Weiß nicht so genau. Das Menü ist ziemlich aufschlussreich. Mama mag so ziemlich alles.
glaube nicht, dass er das meinte, ne? Doch nicht, was sie für Essen mag, ah, vergiss es. Hä? Wieso, was denn sonst? Was soll Mama denn sonst mögen? Na nun, sie sind ganz rot im Gesicht. Ja, Lillys Essen ist toll. Ich esse es am liebsten jeden Tag. Dann müssen sie nur jeden Tag vorbeikommen. Problem gelöst. So habe ich das nicht gemeint. Justin. Du hast es gut, Justin. Du kommst jeden Tag in den Genuss von Lillys Kochkünsten. Ich beneide dich. Jawolla, Mamas Essen ist das beste Essen. Aber sag mal, was genau ist hier drin? Ich sage am besten die Wahrheit. Ich denke mir was Ekliges aus. Ich necke ihn ein wenig. Möchten Sie das wirklich wissen? Ich kann es Ihnen nicht sagen, aber das wäre auf Ihre eigene Gefahr, verstehen Sie? Wer weiß, vielleicht vergeht Ihnen der Appetit, also, wenn Sie die Zutaten kennen. Vielleicht hast du recht. Ich will es gar nicht wissen. Schmackhaft, aber seltsam. Seltsam, aber schmackhaft. Regelrecht, hey, deliziös. Huiuiui, kleine Sue, hübsch siehst du aus. Wenn du erstmal groß bist, wirst du eine richtige Herzensbrecherin. Da will ich Ihnen nicht widersprechen. So solltest du nicht lieber erröten und sowas murmeln wie, ach was? Wieso, er hat doch recht. Justin, du bist heute Mopsfiedel. Genau so sollten Kinder sein. Mopsfiedel, ist das auch in etwa seine einzige positive Eigenschaft? Ich weiß nicht, was Mopsfiedel ist. Wenn mir das jemand sagen kann, please let me know. Ich habe keine Ahnung, was Mopsfiedel ist. Hey Rocco, du siehst genauso aus wie Tenz. Was machst du denn hier? Warum spielst du nicht mit den anderen? Uff. Ach, du bist es, Justin. Erschreck mich nicht so. Ich dachte, du wärst meine Mama. Sag mal, Justin, findest du nicht, dass sehr viele Armee-Leute hier sind, die sollen hier Ausgrabung machen? Lassen Sie den Justi-Quatsch, ich bin kein Kind mehr, ich heiße Justin. J-U-S-T-I-N. Oh ja, tut mir leid, wie auch immer. Es könnten Schätze in den Zolltruhen sein, oder Justi? Ich geb's auf. Hier haben wir noch Sues Haus, beziehungsweise den Ort, wo Sue lebt. Ne? Hey Justin, danke, dass du immer mit Sue spielst. Ich spiele doch einfach nur. Es ist nicht nötig, mir zu danken. Aber Sue ist immer bei dir zu Abend. Ist immer bei dir zu Abend. Das muss Lilly belasten. Ich bin oft recht ungehobelt. Deshalb ist Mama froh, wenn Sue vorbeikommt. Sie ist wie eine Tochter für sie. Meine Güte, das ist ja Justin. Dass du dich um Sue kümmerst, hilft uns immer wieder. Ich mache mir Sorgen, dass Sue vielleicht todtraurig wird, nachdem ihre Eltern gestorben sind. Mit euch beiden, Onkel und Tante, werde ich bestimmt nicht traurig. Ich bin härter im Leben als Justin. Sue, da hast du recht. Ich weiß was. Lass mich bitte für dich kochen. Schließlich kümmerst du dich ständig um Sue. Mach dir keine Sorgen, ich esse lieber das Essen meiner Mutter. Ich meine, Sue ist sehr verlässlich, also ist es immer mehr sie, die sich um mich kümmert. Und jetzt hör mal zu, Sue. Mach doch bitte Justin nicht allzu große Schwierigkeiten. Okay, ich verstehe. Yep, Sues Eltern sind gestorben. Leider spricht das Spiel da auch nicht wirklich größer drüber. Oder zum Glück, je nachdem, wie man es nimmt. Und schaut mal hier immer, ne? Ah, das ist Kaffee. Schau dir den Kaffee in den Flaschen an. Wie können Leute bloß dieses bittere Zeug trinken? Angeblich wissen Kinder den Geschmack von Kaffee nicht zu schätzen, Justin. Du bist immer noch ein Kind. Aber Sue, warum hast du Kaffee in deinem Zimmer? Sue, schätzt du etwa den Geschmack von Kaffee? Das muss mein Onkel gewesen sein, wenn er hinterm Rücken meiner Tante trinkt, dann immer in meinem Zimmer. Ja, immer diese heimlichen Kaffeetrinker, ne? Wo die Ehepartner nichts von wissen sollen. Ich liebe das, diese Zensur, wie sie eiskalt. Eiskalt, ne? Die Zensur, aber gut. Kräuterwaffenrüstung, wir haben einfach alles. Willkommen im Gemischtwarenladen. Wir werden hier einen Blick riskieren, bevor wir zum Kurator gehen. Wir haben ein bisschen Geld. Nimm etwas, um es zu kaufen, um etwas zu verkaufen, sprich mit mir. Bevor wir irgendwas machen, verkaufen wir ein bisschen was. Wir verkaufen nämlich einiges an Heil-Items. Wir können die meisten Wundsalben weggeben. Wenn wir zwei Wundsalben behalten, ist das wahrscheinlich mehr, als wir brauchen. Übrigens, wir sehen da unten Item 3 und Item 1. Das bedeutet, wie viele Items wir tragen. Wir können maximal 12 Items pro Charakter tragen. Wir haben keine universale Tasche wie in anderen RPGs oder in Grandia 2. Deshalb muss man beim Inventar immer darauf achten, wie viel man hat, bevor man in irgendwelche Dungeons geht oder ähnliches. Ansonsten, 48 Bewegung ist mit das Beste, was man im Spiel haben kann. 48 Bewegung ist verdammt viel, interessanterweise. Wir haben immer drei Möglichkeiten und genau was wir nämlich machen können, wir haben 372 Gold, die kosten 90, ich will davon insgesamt 4 haben, kaufe aber erstmal nur 2. Und wir haben, wenn wir Items kaufen, immer ausrüsten, handeln oder kaufen. Wenn wir es ausrüsten, dann überschreiben wir halt das, was wir gerade ausgerüstet haben und das geht in unser Inventar. Handeln bedeutet, wir verkaufen, was wir gerade haben und rüsten das neue aus. Und nur kaufen heißt, wir packen es nur in die Tasche. Ich möchte handeln, das heißt, ich gebe meine alten Schuhe auf und bei dir genauso. So, bitteschön. Ansonsten die anderen Sachen plus Verteidigung und sowas ist für mich nicht so wichtig. Ich mag einfach die Mehrbewegung. Ansonsten, wenn man möchte, kann man hier auch Handpfeile kaufen, aber wir können sehr bald eine bessere Geschosswaffe für Sue finden. Und auch was das hier angeht, man kann hier eine Keule mit 10 und ein Schwert mit 12 kriegen.
Aber beides erstens ist ein bisschen teuer. So viel Geld habe ich nicht mehr, nachdem ich mir die Schuhe geholt habe. Und ja, hier haben wir auch nur Kräuter und Holzhalbe. Aber es gibt in den meisten RPGs, wenn man weiß, wo man Sachen finden kann oder wann man Sachen finden kann, das denke ich ja sehr relevant, dann kann man noch warten. Kommt her, das Restaurant Blauer Marlin hat gerade ein fantastisches Angebot. Zu jeder Mahlzeit gibt es jetzt sogar kostenlos warmes Brot dazu. Das gibt es sonst nirgendwo. Was soll der Quatsch? Das gibt es bei uns im Löwentreff jeden Tag. Kann schon sein, aber im Blauen Marlin ist das was ganz Besonderes. Das Brot ist da normalerweise kalt. Wollen wir mal reingehen? Warum denn nicht, ne? Hey, Blauer Marlin, schaut mal, da ist einfach mal ein Lobster, ne? Hilfe, da kommt er. Dabei habe ich es schon als Kind gehasst, gekniffen zu werden. Es ist deine Schuld, wenn du dem Küchenchef geglaubt hast, dass er dir den Hummer gibt, wenn du ihn fängst. Ich wusste nicht, wie stark er ist. Jetzt weiß ich sicher, dass den niemand in den Kochtopf bekommt. Als ich nach Hause kam, tat nicht nur mein Finger weh. Mama schimpfte auch noch schrecklich mit mir. Musste kurz niesen. Upsi. Sag mal, Justin, wie läuft denn der Möwentreff? Viel los wie immer? Wir können uns wohl nicht beklagen. Es heißt eben, dass Mama auch mich ständig um Hilfe bittet. Vergiss nicht, dass ich beim Abwaschen helfe. So, du bist so verantwortungsbewusst. Vielleicht solltest du Justin das ein oder andere beibringen. Hast du gehört, Justin? Eigentlich denke ich das auch. das ist absolut köstlich, einfach köstlich. Was ist so gut, sogar besser als bei uns? Lass mich mal kosten. Ah, schmeckt ja scheiße, wie kannst du das essen und dabei keine Miene verziehen? Besser als Proviant allemal. Egal, jedenfalls sieht es eben so aus, wie Essen aussieht. Das Brot ist nicht schimmelig, in den Eiern ist Eigelb, das Gemüse ist sauber. Ja, ich bin froh, am Leben zu sein, danke, vielen Dank. Übertreibst du nicht ein wenig, du würdest umkippen, wenn du im Möwentreff essen würdest. Das Essen bei der Armee muss ziemlich furchtbar sein, nach 3 Tagen wäre ich weg. Also, ich kann nicht dafür sprechen, wie das Essen bei der Armee ist, aber ich denke dann ganz gerne an Metal Gear Solid und Metal Gear Solid 3 und die russischen Rationen, ne? Ich weiß, dass die Fabriken wichtig für die Stadt sind, aber kann man nicht etwas gegen den Ruß tun? Meine Mama sagt das auch immer. Aber mein Ehemann arbeitet in der Fabrik, also kann ich mich wohl nicht beschweren. Ne? Sonst habt ihr wahrscheinlich kein Dach mehr über dem Kopf, ne? Es ist nicht nur die Wäsche. Mein Mann kommt immer rabenschwarz nach Hause. Das macht die ganze Wanne schmutzig. Das ist lustig. Niemand von uns arbeitet da, aber die Wanne ist immer schmutzig. Warum wohl? Ich weiß warum, weil du immer spielst, bis du ganz schmutzig bist. So, wir wollten auch noch den Erfinder besuchen, ne? Damn. Ahoi, du bist es, Justin. Bist du hier, um mich mal wieder beim Erfinden abzuhalten? Aber warum auch nicht? Oder hast du etwas Besseres zu tun? Keine Sorge, ich sorge dafür, dass Justin dich nicht stört. Und wo du schon mal hier bist, du kannst dir auch meine Erfindung ansehen. Ich wette, er wünscht sich brennend, dass du dich mal umsiehst, Justin. Na, dann schauen wir doch mal. Die Dampfmaschine, Nahrungsverarbeiter zerkleinert alle Zutaten. Das Küchengerät der Zukunft. Leider kann man ihnen nur schwer beibringen, nur die Zutaten und nicht auch Schneidebrett zu verkleinern. Und wie du siehst, ist der einzige Nachteil, dass es auch Schneidebretter zerkleinert. Ist das nicht mal ziemlich ein großer Nachteil? Ein bisschen, ne? Hey, Finder, was macht diese Maschine? Sie stößt heiße Luft aus. Ich nenne sie meinen Haartrockner. Ich nutze Dampfkraft, um heiße Luft zu erzeugen, die mein Haar trocknet. Ich baue ständig Prototypen, aber leider mischen sie alle nach wie vor Ruß unter die heiße Luft. Ich glaube, das tun sie gar nicht. Die Luft ist nur so heiß, dass ihr Haar verbrennt. Touché, ne? Das ist meine Dampfmaschinenuhr. Zeitanzeige mit Dampfkraft. Die Krönung der Extravaganz. Zu dumm, dass man sie ständig mit Kohle beheizen muss, sonst bleibt sie sofort stehen. Geil. Interessante Erfindung. Willst du etwas probieren? Die Schneidebretter da drin sorgen für reichlich Ballaststoffe. Vielleicht ein andermal. Alles klar, vielen Dank. Dein lieber Erfinder. Aber schön, dass er sein Hobby hat, ne? Ich glaube, da war ich nämlich definitiv beim letzten Mal auch nicht dran. Ah, wo könnte sie sein? Ich muss sie finden. Es tut mir wirklich leid, Marie. Moment, jetzt müssen wir nochmal mit Marie reden. Die war nämlich irgendwo... Warst du das? Ich weiß, dass... Nein, du warst das nicht. Mit dir haben wir eben schon geredet. Muss mal kurz Marie finden. Der Junge ist schon wieder weg. Könnte er nur sein. Ich muss ihn zurückholen. Was ist denn los? Suchen Sie etwas. Das hat kein Sinn, Justin. Sie kann dich nicht hören. Warum nicht? Der Junge ist schon wieder weg. Okay, Moment. Warte mal, Justin, du warst das. Leugne es nicht. Was meinst du? Ich bin nicht das Ganze unschuldsam. Du hast mir dieses Flugblatt auf den Rücken geklebt. Niemals. Ich bin zwar zerstreut, aber ich kann mich an all meine Streiche erinnern. Uah, ich hasse dich, Mami. Uah. Ich verstehe dich nicht, wenn du so weinst. Jetzt sag's mir. Mami hat meine Lieblingsbrosche irgendwo verloren. Bitte, Justin. Und zu helft mir suchen. Na klar. Okay, Justin, danke. Ich wusste, dass du das sagen wirst. Das ist irgendwie peinlich. Was meinst du, wo könnte sie sein? Mami sagt, sie muss irgendwo beim Museum verloren haben, aber ich weiß es nicht. Irgendwo beim Museum. Na gut, gehen wir suchen. Dann schauen wir mal, ob wir die Brosche finden können. Hast du nicht vielleicht? Wo könnte sie sein? Nee, du suchst sie noch. Aber hier ist sie doch, ne? Genau. Da ist sie. Maries Brosche gefunden. Das ist Maries verlorene Brosche. Sie ist wirklich hübsch. Schnell, wir müssen sie Marie bringen.
Ich meine, es ist auch eine kleine Extra-Sache. Muss man definitiv nicht machen, aber... Go die extra mal, ne? Ich will dir etwas zeigen. Hier, deine verlorene Brosche. Wow, danke schön, Justin. Ist überhaupt kein Problem. Jetzt versöhne ich mich mit Mami. Ich liebe euch, Justin dazu und Mami auch. Ja, gern geschehen. Okay, der Junge schon. Ich glaube, bei dir war aber nichts. Als ich in deinem Alter war, habe ich schon in der Mine gearbeitet. Die Zeiten sind besser geworden. In den Minen zu arbeiten ist hart für Kinder, die nur spielen wollen. Kam vor, dass sie tot umfiel. Oh, wow, wow. Och, ich war öfter kurz davor, aber jedes Mal hat mir dann dein Vater beim Tragen der Kohle geholfen. Mein Vater? Da sie davon sprechen, wurde in den Leckmin nicht viel Kohle abgebaut? Das stimmt ja, Mann. Das ganze Gegrabe heutzutage bringt überhaupt nichts. Die Schiffe mit Kohle vom neuen Kontinent haben gut zu tun. Die Stiftung profitiert auch davon. So, das heißt, wir haben dir geholfen. Justin Sue, ihr habt die verlorene Brosche gefunden. Ich bin euch so dankbar. Ich habe mich schuldig gefühlt und lange gesucht, aber ich konnte sie nicht finden. Aber ich stand so genau daneben. Nehmt das jetzt. Danke, Jin Justin. Du schürfst zuständig die Knie auf. Das hilft dir. Und Zauber erhalten. Hey, besser als nichts, ne? Du bist es, Justin. Willst du wieder im Museum spielen? Mach nur dem Kurator keinen Ärger. Heute möchte ich nicht spielen. Ich möchte etwas holen, das ich beim Kurator gelassen habe. Hatte ich nicht gehört, dass der seltsame Stein deines Vaters ein Geisterstein ist? Das stimmt, aber niemand will es glauben. Doch der Kurator kann es bestimmt beweisen. Na, ich hoffe, dass das Andenken von deinem Vater echt ist. Besten Dank und keine Sorge, es muss einfach echt sein. Der mir die Zeit vergeht, wenn man gar nicht spielt. Willkommen im großen General Ball Museum, dem Zentrum der nationalen Archäologie. Oh, da sind Justin und Sue willkommen. Schon mit dem Kurator gesprochen? Ich bin gerade reingekommen, ne? Justin, Abenteuer sind bei den Mädels nicht mehr angesagt, musst du wissen. Keiner versteht mich, vergiss es einfach. Oh, du kannst das nicht mehr hören. Der Kurator, der arbeitet in der Ausstellungshalle. Stört ihn nicht. Ach ja, ich habe ein neues Plakat mit dem Relief der Sonne angefertigt. Warum seht ihr es euch nicht einmal an? Das hier, ne? Sag mal, Justin, was steht hier? Liest du es mir vor? Du kannst auch lesen, oder? Ursprung des Ballmuseums. Oberster Kommandant der Galli-Streitkräfte hatte großes Interesse an der Archäologie. Er war wichtig für den Fortschritt der Archäologie, besonders durch die Unterstützung bei Ausgrabung. Berühmt geworden sind seine Worte, die Geschichte ist der wichtigste Lehrmeister der Menschheit. In Würdigung seiner Verdienste bei der Wahrung der Entdeckung wurde das Museum nach General Bar benannt. Siehst du, wegen diesem Mann können du und ich diese Artefakte besuchen. Okay, was haben wir noch? Salt, Entdeckung von Messina. Die Sodrin sind die größten, die man je entdeckt hat. Ihre Größe spottet jeder Beschreibung. Turin und das Salt, nordwestlich von Palm, sind vermutlich das Grab mächtiger Könige. Mein Urgroßvater war der Entdecker der Sodrin. Ich würde gerne auch eine so bedeutende Entdeckung machen. Und archäologische Bedeutung von Angelou. Das Wort Angelou in Archäologie. Angelou ist der Name eines Staates der antiken Zivilisation. Angeluna und Parmiana, die Kultur von Angelou und Parm, die Stadt der Angelou und die Stadt der Parm. Aus dem Vergleich der Namen ist schnell ersichtlich, dass Angelou der Name eines antiken Staates ist. Die Mythen von Angelou, die in Parm erzählt werden, könnten aus der Zeit der antiken Zivilisation stammen. Eine andere Theorie besagt, dass die antike Zivilisation in den Mythen bis heute überlebt hat. Viele Geheimnisse sind ungelöst. Zum Beispiel, was Geister und Ikaria mit der Angelou-Zivilisation zu tun haben. In dem Plakat steckt viel Arbeit. Seht also ganz genau hin. Ich habe auch etwas über Angelou und General Ball nachgeschlagen. Ich denke, das könnte euch helfen. Moment, das war aber alles jetzt, ne? Sieh doch, Justin, die Sonne hat ein Gesicht. Lustig, oder? Stimmt, hätte die Sonne ein Gesicht, dann könnte sie sprechen, was? Aber wenn das so wäre, dann würde dieses Gesicht uns jeden Tag sehen können. Da hast du recht. Ich mag die Sonne, wie sie jetzt ist. In der alten Zeit symbolisierte der Geisterschein den Segen der Geister für die Ikarier. Die Ikarier teilten den Segen des Geisterscheins großzügigerweise mit den Menschen, die bald zu Wohlstand kamen. Doch als die Menschen sich noch mehr Reichtum wünschten, verdunkelte ihre Gier den Geisterstein. Später zerbrach der Stein in 7 Teile und Ikarier und Geister trennten sich. So endete dieses Zeitalter. In Ordnung, ich habe mir alles gemerkt. Jetzt kenne ich den Angelou-Mythos. Werden Sie mich jetzt einstellen? Neben den Angelou-Mythen sind für den Kurator auch die Ikaria sehr wichtig. Ich muss also noch mehr lernen. Aber jetzt mal ernsthaft. Geschichten mit geflügelten Menschen, diese Mythen sind totaler Unsinn. Du bist ja fies, mein Lieber. Hier haben wir die Umstellungshalle, da wollten wir hin, ne? Ja, wir haben sonst noch eine Menge zu lesen, ne? In den Ruinen der Angelou-Zivilisation werden viele Statuen gefunden, die weder Menschen noch Tiere darstellen. Wenn die Statue diese Dinge naturgetreu wiedergeben würde, das wäre fantastisch. In den Ruinen der Angelou-Zivilisation hat man Karten des neuen Kontinents gefunden. Diese gab der Theorie Nahrung, dass die Angelou hochentwickelt waren. Sehr interessant. Schade, dass die Kartenteile mit der anderen Seite vom Ende der Welt abgerissen wurden. Okay, das heißt, kann man nicht sehen, was dahinter wohl ist oder nicht. Andere Forscher glauben, dass die Flüge der Angelou-Zivilisation nur ein Traum waren. Wie können Sie das ohne Prüfung sagen? Ich werde es beweisen. Und wenn ich alle in der Welt freilegen muss.
andere... Achso, gut, das ist wieder nur das Gleiche. Okay, ansonsten haben wir hier noch interessante Sachen. Ist das ein T-Rex? Zu den Artefakten der Angelo-Zivilisation zählten nichtmenschliche Statuen mit Flügeln. Man glaubt, dass den Flügeln eine göttliche Rolle zugeschrieben wurde. Die Flügel, eigentlich den Herrschern vorbehalten, erhielten göttlichen Status und man begann sie anzuhimmeln, war das? Die menschlichen Statuen mit Flügeln sind typisch für die Bildnisse, die man ikarische Statuen nennt. Man glaubt, dass die Flügel typisch für die Darstellung der Könige waren, die als Gott gleich galten. Und hier haben wir noch irgendeinen smileyes, chilligen Typ, der da liegt, ne? Hi, Kurator. Hallo, Herr Kurator. Oh, du kommst gerade richtig. Sieh mal, Justin. Tada! Das ist die neue ikarische Statue. Ihre Restaurierung ist abgeschlossen. Wow, ist das die Statue eines Ikarias? Diese Art habe ich noch nie gesehen. Ja, als ich Galli fragte, hieß es, sie seien in den Domruinen auf Valencia, dem neuen Kontinent, gefunden worden. Wow, in den Domruinen. Das sind die größten auf dem Kontinent von Valencia, da möchte ich hin. Das glaube ich dir gerne, ganz sicher. Ja, was man sich erhofft, das ist man, Justin. Laut der Angelo-Mythen verwenden die Ikarier die Geistersteinkraft, um eine Traumwelt zu schaffen, von Wasserstätten und Schiffen, die zu Sternen reisen, wie berichtet. Dampfmaschinen, die ständig liefen. Das eingefrorene Geisterheiligtum. Ewige Priester immun gegen das Altern. Ich glaube auch, dass da einige Sachen ein bisschen geändert wurden im Text. Zum Beispiel Priester, die nicht altern, glaube ich, hieß es damals. Seid ihr zwei jetzt fertig? Entschuldigung, so nur noch eine Minute. Okay, aber wirklich nur eine Minute. Immerhin bin ich ja eine sehr verständnisvolle Frau, nicht wahr? Aber wenn wir diese Utopien unabhängig von den Mythen betrachten, dann müssen die Ikarier Könige von großer Macht gewesen sein. Archäologisch betrachtet ist es klar. Archäologisch müssen Könige Geister und Geistersteine erschaffen haben, um ihre Anwesenheit zu rechtfertigen. Das ist nicht sehr interessant. Die Archäologie ist kein Liebesroman. Tut mir leid. Ich mag verträumte Geschichten auch. Justin, dir wird's wohl zu langweilig, wenn aus Mythenrecherche wird. Stimmt, ich bin heute einfach nicht in der Stimmung. Vielleicht ist es auch alles wahr. Könnte doch sein, oder? Stimmt, Justin. Ich kann jedenfalls nicht beweisen, dass es unwahr wäre. Ja. Oh, das hätte ich fast vergessen. Wegen des sogenannten Geistersteins deines Vaters. Dann hast du ihn für mich untersucht. Bestimmt war er echt. Ich weiß es nicht, was echt ist. Immerhin existieren die Geistersteine nur in Mythen. Eine chemische Analyse des Steins hat nicht funktioniert. Er ist härter als Diamant. Härter als Diamant, wirklich. Bis mir eine andere Analysemethode einfällt, gebe ich ihn dir zurück. Okay. Wir haben unser Steinchen wieder. Yay. Geisterstein erhalten. Wenn du Lust hast, kannst du ja selbst eine Analyse versuchen, Justin. Ich kann dir ein paar Tipps geben. Wenn du mit dem Betrachten der Statue fertig bist, komm bitte in mein Büro. Ich habe etwas für dich. Muhahaha. Okay, was auch immer wir bekommen, ne? Der Kurator macht mir Hoffnung. Geheimnisse der Antike aufgepasst. Hier kommt der Abenteurer Justin. Ja, aber erstmal dürfen wir uns das ein bisschen angucken, ne? Die legendäre ikarische Statue entdeckt in den Domruinen. Ich kann mir vorstellen. Justin, du weißt, dass die Domruine die größten Ruinen auf dem neuen Kontinent Valencia sind. Natürlich weiß ich das. Ein Abenteurer muss eine ganze Menge wissen. Aber weißt du, den Geschichten anderer Abenteuer zuzuhören macht überhaupt keinen Spaß. Valencia hat viele spannende Sachen für mich auf Lager. Du wirst sehen. Batsch, batsch. Eines Tages finde ich Angelo. Das hat bisher noch niemand geschafft. Oh. Ups. Was machst du, Justin? Puff, 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 puff. Also, jetzt beruhig dich doch. Wir müssen das wohl reparieren. Komm, so hilf mir. Keine Chance, das funktioniert nie. Wir sollten einfach ehrlich sein und uns entschuldigen. Ich kann das nicht tun. Du weißt, wie glücklich der Charakter war, als er die Statue restaurierte. Ich kann es ihm nicht sagen. Ich weiß, wie es aussah. Mein Hammer, spontan Kleber dabei und, bist du sicher, dass das richtig ist? Ich glaube, sie sah ein wenig anders aus. Vielleicht, aber zu 70% stimmt es, oder? Bei Prüfung reichen 70% zum Bestehen. Darum geht es nicht, Justin. Mein, Hut ab davor, dass du das irgendwie falsch rum hinbekommen hast, aber lassen wir die Sache so stehen und erzählen ihm am besten nichts, ne? Aber er wollte uns hören. Hey, mein Lieber. Ah, hier ist es ja. Es war in meiner Tasche, damit ich es dir jederzeit geben kann und dir eine Freude machen kann. Ah, Herr Kurator, werden Sie etwas senil auf Ihre alten Tage? Justin, du bist auch nie um eine Antwort verlegen. Jedenfalls, ich habe gerade einen Knall gehört. Ist etwas passiert? So ist total geschockt, ne? Oh, shit, was soll man sagen? Was machen wir jetzt so? Sollen wir ihm die Wahrheit sagen? Vielleicht, lass dir was einfallen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, letztes Mal habe ich ihnen die Wahrheit gesagt, ne? Na los, sag etwas oder erahnt, dass irgendwas nicht stimmt, ne? Nein, gar nichts. Wirklich? Sicher, dass nichts passiert ist? Ja,
ist gar nichts passiert. Oh, wirklich? Okay, gut. Dann sage ich es halt. Interessant, ich dachte, ich kann noch mit der anderen Antwort leben, um ehrlich zu sein. Weil ich sonst immer ehrlich bin hier. Justin, du bist ein Witzbold. Wenn du die Statue kaputt gemacht hättest, die ich gerade repariert habe, dann würde mir das Herz brechen. Aber nun gut, genug mit den Scherzen. Okay, war nur ein Scherz, hast recht. Ich habe etwas Tolles für dich. Cool, was ist das denn? Mein Geschenk für dich ist das hier. Empfehlungsschreiben. Die Gali-Streitkräfte durchsuchen die Sertruinen erneut. Ich habe einen Besuch für zwei Leute arrangiert. Wow, wirklich? Danke, Herr Kurator. Ist das nicht toll, Justin? Du hast doch immer gesagt, dass du zu den Sertruinen willst. Ich will alle Ruinen besuchen, die es gibt, ne? Ich meine, ich glaube, Tommy würde auch gerne alle Ruinen besuchen. Ist doch total dein Thema, ne? Ich freue mich einfach, euch zu sehen. Zeigt dieses Empfehlungsschreiben und die Armee erlaubt euch einen Besuch. Justin, du kannst selbst herausfinden, ob es Geisterstein tatsächlich gibt. Okay. Tut der Jugend gut, sich Wissen anzueignen. Die Sertruinen liegen nordwestlich von Palm. Verwende den Brief, den ich dir gegeben habe, um hineinzukommen. Alles klar. Dampfmaschinen, eine Erfindung der Menschheit, die unverzichtbar für Züge, Dampfschiffe und Fabriken ist. Hast du recht. Ansonsten, Neugeschichte von Palm. Die Jewish Stiftung beherrscht die Wirtschaft mit toller Technik und Marketing. Was für ein Mist. Diese langweiligen Bücher sind ja furchtbar. Also der neueste Neurohit zufolge könnte der Mensch fliegen, wenn er die richtigen Maschinen hätte. Eine Flugmaschine? Was soll das denn sein? Es wäre toll, eine zu bauen. Dann käme man leicht in die neue Welt. Ich meine, wir haben am Anfang des Spiels in der ersten Folge eine gesehen, aber das lassen wir dann einfach mal stehen. Übrigens, ich habe nicht darauf geachtet, dass da unten die Reflexion sogar zu sehen ist. War die auch vorher zu sehen in der PS1-Version? I don't remember. Puh, geschafft. Wir sind entkommen. Ah, die Karche-Statue. Ich hatte sie gerade repariert. Oh, no, das gibt Ärger. Was machen wir jetzt? Was meinst du? Sollen wir zurückgehen und uns entschuldigen? Der Kurator verzeiht uns vielleicht. Wer war das? Wer hat das getan? Jetzt muss ich Tag und Nacht arbeiten, um das wieder hinzukriegen. Nein, niemals. Wenn wir zurückgehen, nimmt er uns das Empfehlungsschreiben sicher wieder ab. Du hast recht, es tut mir leid für den Kurator, aber wir können uns später entschuldigen. Na, wisst ihr, die Brosche wieder herzugeben ist toll. Wieder zu haben ist toll, aber noch toller war es, sich mit Mami zu versöhnen. Wisst ihr, ich liebe Justin und Sue und Mami einfach alle. Ja, finde ich auch genauso toll. Justin und Sue, seid nett zu Maria. Natürlich. Genau, und ich denke, damit haben wir eigentlich für den heutigen Part alles erledigt, was wir erledigen wollten. Dadurch, dass ich das Spiel, wie gesagt, diesmal ein bisschen chilliger angehe, spielen wir ein bisschen langsamer, quatschen mit den Leuten, finden noch ein bisschen mehr Background-Story, finde ich persönlich sehr interessant, weil ich mich erinnere, dass ich mal mit allen Leuten geredet habe, aber ich denke, das ist auch ewig her. Man sagt, Palm ist die Frucht der Jewish-Stiftung. Wisst ihr, Kinder, was das bedeutet? Nein, ich weiß es nicht. Justin, weißt du es? Nein, das habe ich noch nie gehört. Was bedeutet es denn? Es bedeutet, dass Palm so groß geworden ist durch unsere Wirkung hier bei der Jewish-Stiftung. Ja, Dankeschön. Aber genau, das ist halt auch immer die Sache. Okay, reden wir noch ganz kurz. Wir haben noch vielleicht noch ein, zwei Minuten, hängen wir kurz an. Die wunderbare Bahnhof hier in Palm wurde dank unserer Jewish-Stiftung erbaut. Alles über Jewel, ne? Wenn diese Eisenbahn nicht wäre, hätte sich die Entwicklung der Stadt um 10 Jahre verzögert. Die Jewish-Stiftung ist fantastisch. Man kann wirklich sehen, wohin das Geld geht. Ach, Justin, du hast noch keinen Cent in der Tasche. Ich will nur noch ganz kurz testen, was denn passiert, wenn ich heute mit dem Zug fahren wollen würde, ne? Oder bist du, Justin? Du kommst, um mich darum zu bitten, dir wieder den Motor zu zeigen. Kein Problem. Zumindest wollte ich das sagen, aber ich kann es einfach nicht. Diese Gali-Truppen greifen rigoros gegen Besucher durch. Sie suchen nach verdächtigen Personen. Also ich darf heute nicht rein, ja? Beim letzten Mal wurde ich ausgeschimpft, weil ich mich in der Nacht hineingeschlichen habe. Ich komme lieber erst zurück, wenn ich weiß, wie ich reinkomme, ohne dabei erwischt zu werden. Okay, Touché, wir dürfen also nicht rein. Dann hat sich das nämlich auch gegessen. Okay, dann würde ich sagen, genau, machen wir hier den Schnitt. Ich danke euch erneut fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal werden wir dann durch die Mana-Straße gehen, wo wir unsere ersten Encounter haben und wir werden ein bisschen darüber reden, wie Stats und das Kampfsystem funktioniert. Ich denke, das ist besser, wenn wir das in einem neuen Part starten. Danke euch vielmals und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ne?